Ihr habt vielleicht über die Community-Funktion mitbekommen, dass ich ein Video über YouTuber mache, die sich im Laufe der Zeit extrem verschlechtert haben. Ich wollte mir dafür eure Meinung einholen, weil Verschlechterung eigentlich immer subjektiv ist. Und wenn größere Mengen dieselbe Meinung über einen YouTuber haben, muss da etwas dran sein, zumindest bei diesem Thema. Natürlich nehme ich die YouTuber auch nur in dieses Video rein, wenn ich derselben Meinung bin. Deswegen kommen wir auch mal zum ersten YouTuber bzw. zu den ersten YouTubern, ApeCrime. Ich muss sagen, dass ich ApeCrime, als ich jünger war, echt ziemlich gefeiert habe. Ist fast genau 7 Jahre her. Mal so angemerkt, was war das für eine fucking Frisur von André? Alter. Das war so die Zeit, zu der die ersten Let's Draws kamen. Ich muss zugeben, heute würde mich der Humor von damals auch nicht mehr so ansprechen, aber trotzdem hat man ihnen angemerkt, dass sie Spaß daran haben, was sie gerade machen. Die Qualität ist bei der ersten Folge zwar so semi-geil gewesen, das hat sich allerdings mit der Zeit geändert. Die Qualität ging immer weiter hoch. Bis zur Chaos Let's Draw Folge. Das war so der Punkt, an dem alles komplett bergab ging. Zwischendurch wurden zwar schon die ganze Zeit Faxen gemacht, aber das, was da abging, war halt mehr als peinlich. Ich meine, die zünden ihre Zettel an, hauen mit einem Vorschlaghammer auf den Tisch rum und stecken einen Böller in eine Lampe und feiern sich dann darauf einen ab, dass sie kaputt gegangen ist. Natürlich, kleine Kinder stehen auf so einen Mumpitz. Eben das ist es auch, das sieht man an den Klicks. Das erste Chaos Let's Draw hat über 6 Millionen Aufrufe bekommen. Das ist der typische Fall von Erfolg, der einen verändert. Danach gab es keine weiteren guten Let's Draw Folgen. Die Arten von Videos wurden immer sexualisierter und. Den Schlussstrich für ihre Ehre haben sie allerdings selber mit ihrem Promo-Move gezogen, und zwar für das Musikvideo Zombie. Sie haben alle Videos auf privat gestellt, ein schwarzes Profilbild reingemacht und sich auch kaum auf den sozialen Medien gemeldet. Es ging sogar so weit, dass viele an dem Gerücht festgehalten haben, dass Cengiz gestorben ist. Aber anstatt die besorgten Fans aufzuklären, dass das nicht der Fall ist, wird weiter abgewartet und zum Zenit der Aufmerksamkeit kam das Video raus. Dass das auch bei den Fans überhaupt nicht gut ankam, sieht man an der Bewertung, beziehungsweise würde man sehen, aber sie haben diese ausgestellt. Also lässt sich vermuten, dass sie nicht allzu gut ausgefallen ist. Ihr heutiger Content ist einfach nur noch Absturz. Seien es Arten von Videos, ihre beschissenen Songs, Pranks, Fortnite anstatt Smash oder ihre Songs in Real Life. Alles Formate, die deutlich machen, dass es ihnen nur noch um Reichweite und Ad-Revenue geht. Alleine einen Tag alle Gesetze brechen. Wow, peinliche Affen. Ha, Affen. War wohl nicht umsonst der Kommentar mit den meisten Likes. Der nächste YouTuber ist wohl der, den ihr am meisten vorgeschlagen habt. Eigentlich hätte ich auf diesen Platz auch Chaosflow packen können, da er früher ja anscheinend viel, viel besser war. Aber den habe ich ja zu Genüge thematisiert, deswegen geht es um seinen alten Aufnahmepartner Arasul. Früher war Arasul in der Minecraft- bzw. Minecraft-Griefer-Szene. Er hat auch andere Formate wie zum Beispiel den Minecraft Lidl Mod rausgehauen. Kam wirklich sehr gut bei euch an, so wie ihr mir erzählt habt. Allerdings habe ich mich nie wirklich für ihn oder andere Minecraft-YouTuber interessiert. Weitere Formate, die er teilweise mit Flo zusammen gemacht haben, waren Spellstorm, Fusionfall, Modkiste und so weiter. Die allermeisten sagen, dass das die beste Zeit war und man gemerkt hat, dass sowohl Flo als auch Arasul das einfach machen, weil sie Spaß daran haben. Heute sieht es aber ganz anders aus, denn er schlachtet den 24-Stunden-Hype aus wie kein zweiter. Nicht im Real Life, aber in Minecraft. Das ist halt das Problem, wenn man Trends hinterherrennen will, aber das überhaupt nicht zum eigentlichen Content passt. Dann fusioniert man halt beides und dabei kommt so ein Bullshit raus. Ob es spannend ist, ein Video darüber zu machen, wie man 10 Minuten als Diamantblock rumrennt, ich weiß ja nicht. Was ich auch nicht weiß, ist, was das mit 24 Stunden zu tun haben soll. Ach, gar nichts? Das wird nur gemacht, weil es Klicks gibt? Ah, na dann. Ein weiterer Trend, den er ausschlachtet, ist sein Format Arbeiten. Wieder Videos knapp über 10 Minuten, die mehr oder weniger aus dem amerikanischen Raum stammen. Seit einer geraumen Zeit traut er sich aber auch mal etwas zu bringen, was nichts mit Minecraft zu tun hat. Stadt, Land, Clickbait über 10 Minuten. Was natürlich mal wieder nicht fehlen darf, ist Fortnite. Oh Wunder. Wer hätte das nur erwartet? Arasul hat sich übrigens unter dem KuchenTV-Video über Chaosflow zu ihm geäußert. Da hat er erzählt, warum er sich von Flo distanziert hat. Wegen 10 Sekunden 6. Ich persönlich bin nicht der gute alte Freund von Chaosflow. Man hätte eigentlich verstehen sollen, dass es sarkastisch gemeint war, weil ich darüber Bescheid wusste. So viel dazu. Seit mehr als ein Jahr distanziere ich mich aufgrund der im Video genannten Anschuldigung. Ich will da keine Insider-Informationen raushauen, aber Flo hat wahrscheinlich immer noch den Hintergedanken, er sei ein großer Businessman mit den Sachen, die er so auf YouTube treibt. Schade, dass er so geworden ist, wie er jetzt ist. Ich weiß ja nicht, ich persönlich finde, dass man immer vorsichtig sein sollte, wenn man selber einiges auf dem Kerbholz hat. Aber zugegebenermaßen ist es bei ihm nicht so schlimm wie bei Flo. Die Preise in seinem Shop sind sogar recht legitim. Der nächste YouTuber ist einer der größten Abstürze in dieser Liste. Julians Blog, und ich rede dabei nicht nur über den Kanal JPB. Wo soll ich bei dem Typen nur anfangen? Am besten halt wie bei den anderen am Anfang, würde ich sagen. Julians Blog war damals für mich einfach der geilste YouTuber, der existierte. Er hatte seine Peak-Phase wohl so um 2011 rum, wo ich ihn auch geschaut hatte. Tut mir leid, wenn ich jetzt etwas zu sehr in Nostalgie schwelge, aber das muss sein.
Als kleiner Hosenscheißer fand ich jedes Video von ihm absolut genial. Mittlerweile auch nicht mehr so. Damalige Formate waren zum Beispiel Spuck's aus, in denen er Fragen von Zuschauern auf so einer geilen und zynischen Art beantwortet hat. Die Spuck's aus 4-Folge war sogar mit Lenny Ficate. Wie süß der Franz damals war. Das Beste von ihm war aber wohl sein Gaming-Kanal, auf dem er Spiele-Reviews gemacht hat. Auch auf einer mega geilen Art. Ein anderes Format, was ich absolut gefeiert habe, war Julian vs. Bild. Das erste Video davon ist jetzt auch schon über 7 Jahre alt. Absolut geil. Ich glaube, er hat sogar diesen Bild-Hass losgetreten. Beziehungsweise er war einer der ersten, die überhaupt mal was in die Richtung gemacht haben auf YouTube. Zusätzlich zu den, wie er sie genannt hat, Hate-Blogs, gab es noch themenbasierte Videos. Auch wieder mit einem schönen bösen Humor. Spuck's aus wurde dann nach einer Zeit von der Seelensorge abgelöst. Das ist so ziemlich das, was dein Beichtstuhl heute macht. Nur halt in lustig und gut. Womit er aber am meisten Bekanntheit gewonnen hat, waren wohl seine Rap-Analysen. Klar, die waren geil, aber die haben auch letztendlich für seinen Absturz gesorgt. Langsam, aber sicher. Bevor ich darüber rede, möchte ich nochmal sein Format Julian vs. RTL ausführlich behandeln. War geil. So, das haben wir abgehakt. Wie bereits gesagt, die Rap-Analysen waren super, aber haben dafür gesorgt, dass er mit dem JBB anfängt. Das JBB 2012 war noch richtig gut, 2013 auch noch, aber ab 2014 hat man so langsam gemerkt, dass es den Bach runtergeht. Das JBB ist ja damals durch die Rap-Analyse von San Diego entstanden. Julian war ziemlich angepisst, dass dieser das Kollege-Album Boss Aura mit seinen French Nailed Hooks absolut versaut hat. Worauf Julian eine Rap-Analyse gemacht hat, in der er San Diego komplett vernichtet hat. Dieser hat mit einem Diss-Track geantwortet, der auch gar nicht mal so schlecht war. Das Ende vom Lied war aber, dass Sunny einen extremen Shitstorm abbekommen hat. Dann ist er untergetaucht und als Spongeboss im JBB 2013 hat er eine Qualifikation eingereicht, mit der das JBB einen unfassbaren Hype bekommen hat. Auch wenn das Ganze abgekatert war und Julian über seine wahre Identität Bescheid wusste, war das im Vergleich zu heute echt gut. Das Ziel dahinter war halt, einen Hype aufzubauen. Jeder hat darüber spekuliert, wer sich hinter der Maske versteckt. Viele haben auch schon damals vermutet, dass es sich um San Diego handelt, aber niemand konnte es so richtig beweisen. Allem, was er gemacht hat, jeder hat gehofft, irgendwas aufdecken zu können. Wie jeder mittlerweile weiß, war es halt auch so, dass San Diego dahinter steckte. Julian hat das aber auch recht gut kaschiert, indem er weiter gegen ihn geschossen hat. Im Prinzip hat San Diego aber alles richtig gemacht. Er konnte weiter Musik machen, ohne Hate abzubekommen, hat einen Hype aufgebaut und zum Zenit revealed er, dass er wirklich San Diego ist. Wenn man sich mal die Klicks von seinen Tracks anschaut, kann man nur sagen, alles richtig gemacht. Nichtsdestotrotz ging es ab da komplett bergab mit Julian. Sein Main-Kanal ist zum Sterben zurückgelassen worden und auch das JBB wurde nach und nach immer verwahrloster. Die Organisation war beschissen, es sind vielen Battles und so weiter. Wie sieht es heute aus? Julian hat keine Lust mehr auf sein eigenes Turnier, versucht sein Ich hasse euch alle Dinge weiter durchzuziehen, Analysen kommen teilweise 3 Monate zu spät, entfallen komplett und zur Krönung wurde das Battle, das in 2017 gestartet ist, erst 2019 beendet. Die Pause mittendrin war aber sehr wahrscheinlich geplant. Das JBB hieß ja damals schon 2018, obwohl es erst 2017 war. Aber ich glaube, dass das Ganze erst 2019 endet, war auch nicht von ihm so geplant. Das alles hatte zur Folge, dass selbst die Runden unnormal viele Dislikes abbekommen haben, egal wie gut sie waren. Die Leute haben halt einfach Wut auf Julian gehabt. Zu Recht. Aber es ist trotzdem sinnfrei, die Runden von den Rappern deswegen zu disliken. Er hat sich ja vor ein paar Wochen zurückgemeldet, bin mal gespannt, wie es weitergeht, aber ich denke, ich bin nicht der Einzige, der das alles nicht allzu zuversichtlich sieht. Das VBT ist tot, wenn jetzt auch noch das JBB stirbt, gibt es halt kein relevantes YouTube-Battle-Turnier mehr. Rap am Mittwoch ist zwar ganz nice, aber das zähle ich nicht zu dieser Kategorie. Was ich noch vergessen habe zu erwähnen, Julian hat sich als Rapper versucht. Habe ich schon fast verdrängt. War halt nicht so gut, finde ich. Mit dem nächsten YouTuber konnte ich persönlich noch nie etwas anfangen. Ich fand es schon immer scheiße. Und zwar Concrofter. Trotzdem nehme ich ihn hier mit rein, weil ich einen Qualitätsabfall festgestellt habe. Nur weil ich ihn noch nie so dufte fand, heißt es ja nicht, dass er damals schlecht war. Denn früher hat man gemerkt, dass er wenigstens Spaß an dem hat, was er macht. Er hat irgendwelche random Spiele oder Minecraft gezockt bzw. Vlogs gedreht. Und die Videos waren teilweise noch nicht mal so beschissen editiert. Zum größten Teil waren sie auch noch unter 10 Minuten. Zwar immer etwas clickbaity, aber im Vergleich zu heute absolut harmlos. Sein Humor hat sich mit der Zeit eher ins gestellte Negative abgewandelt. Und das sagen selbst sehr viele Fans von ihm. Was macht er denn sonst noch heute? Ja, er reagiert auf ASI TV, auf Domme, macht fragwürdige Reaction-Videos oder Videos über Fortnite, Germany's Next Kotzmodel. Ich hoffe, das hat jetzt niemand verstanden. Fällt euch da ein Muster auf? Richtig, er macht einfach nur noch das, was potenziell viele Klicks gibt. Ich meine, wie viel steckt dahinter, auf Hilf mir oder auf Domme zu reagieren? Fortnite mit Eye-Tracker muss natürlich auch dabei sein, weil gerade beides gehypt wird. Also um es kurz zu machen, damals hat er Content gemacht, der ihm Spaß macht und heute macht ihm nur noch Spaß, große Zahlen zu sehen und sämtliche Trends auszuschlachten natürlich.
Allein, dass er Fatih Brate nachmacht, der jemand nachgemacht hat, der wiederum auch jemand nachgemacht hat. Ich kannte jemanden, der jemanden kannte, der jemanden... Vor allem ist Fatih ja extrem negativ aufgefallen mit seiner Dartfall-Challenge. Aber das kann jemand mit 3,6 Millionen Abonnenten egal sein. Geklickt wird es trotzdem und die junge Zuschauerbase gibt da sowieso nicht so viele negative Resonanzen ab. Ich finde es übrigens recht amüsant, dass er selbst den Fake nachgemacht hat. Denn genau wie bei Fatih erkennt man, dass bereits vorher auf die Scheibe geworfen wurde. Oben links über der Karte sind nämlich ein paar Löcher. Ehrlich gesagt möchte ich mich jetzt nicht weiter mit ihm beschäftigen. Deswegen kommen wir zu der letzten YouTuberin auf dieser Liste. Und es wird sehr viele von euch wundern, dass sie hier ist. Dabei zu sein heißt ja im Prinzip, dass man früher mal gute Videos gemacht hat. Und es wird mir niemand glauben, aber Rebecca Wing war früher gut. Ich habe sie so oft negativ erwähnt, jetzt wird es auch mal Zeit, etwas Positives zu verlieren. Ihr Content früher war zwar überhaupt nichts für mich, aber kein Scheiß, die Videos waren unfassbar gut gemacht und hochqualitativ. Ich zeige euch jetzt mal einen kleinen Ausschnitt aus einem Video von ihr damals. Das ist zwar zensiert, um keinen Claim zu riskieren, aber man sollte trotzdem erkennen, wie krass das geschnitten ist. Wie gesagt, der Content war nichts für mich, aber ich fasse euch mal zusammen, was daran so gut war im Vergleich zu heute. Das Video ist unfassbar gut geschnitten, superschneller Schnittduktus, abwechslungsreiche Aufnahmen, gute Locations, After Effects Animationen, kaum Clickbait, ein Thumbnail, was das Video zu 100% repräsentiert, der Titel passt absolut zum Video und ist nicht auf Clickbait ausgelegt und was mich am meisten verwundert, das Video geht fast 10 Minuten. Aber eben auch nur fast. Es wurde nicht auf 10 Minuten gestreckt, obwohl es bei der Länge sogar legitim gewesen wäre. Sie hat zwar ein fragwürdiges Gewinnspiel gemacht mit das Video liken, Abonnent sein, was man nicht überprüfen kann und so weiter, aber sie hat es sogar in die Videobeschreibung gepackt, wer gewonnen hat und darauf hingewiesen, dass man nur ab 18 mitmachen darf oder die Erlaubnis von den Eltern braucht. Davon können sich selbst YouTuber, die heute im guten Licht stehen, was abschneiden. Und diese Qualität und Transparenz waren damals bei ihr Konsens. Wenn man mal in die Kommentare schaut, stellt man selbst da ein gewisses Niveau fest. Ebenfalls hat sie gute Resonanzen für ihre extrem hohe Qualität bekommen. Der Erfolg ist gestiegen, die Qualität ist gesunken. Und zwar rapide. Umso mehr Abonnenten dazugekommen sind, umso mehr wurde die Qualität vernachlässigt, was eigentlich ziemlich paradox ist, da man mit einer großen Reichweite ja eher in der Lage ist, etwas Krasses draus zu machen. Der Zeitpunkt, an dem sie 500.000 Abonnenten erreicht hat, war auch so ziemlich der Zeitpunkt, an dem alle Qualitätsprinzipien, die sie mal hatte, über Bord geworfen wurden. Wahrscheinlich ist mal eins ihrer damaligen WhatsApp-Prank- oder Reaction-Videos viral gegangen und dann hat sie gemerkt, hey, ich brauche kaum Arbeit dafür und verdiene Geld ohne Ende. Dann folgten Slime-Videos, Musical.ly's bzw. heute TikToks und es wurden immer mehr Reactions. Halt das, was am wenigsten Zeit kostet und was die Ad-Revenue pusht. Mittlerweile lässt sie die Reaction-Videos zwar sein, aber trotzdem hat der Content so ziemlich den Peak der Lächerlichkeit erreicht. Es fing mit Momo-Videos an, auf die weitere folgten in Richtung Horror und Mystery. Und das auf der ekelhaftesten Art. Wenn ihr das Interview mit der Mutter einer Zuschauerin auf meinem Kanal gesehen habt, wisst ihr ja so ungefähr, was sie so bei den jungen Kindern auslöst mit den Elf on the Shelf, 24 Stunden, 3 Uhr nachts oder Game Master Videos. Da waren mir selbst die Mainstream Slime Trend Videos noch lieber. Vielleicht wurde sie auch einfach von dem Nachbarn Julian dazu gezwungen. Vielleicht ist der um 3 Uhr nachts 24 Stunden lang Momo mit einer Game Master Maske geworden. So ungefähr laufen ihre Videos heutzutage ab. Auf Grammatik in den Titeln wird komplett geschissen, damit man möglichst viele Buzzwords reinpressen kann. Rufe 3 Uhr nachts Game Master iPhone X und 11 on the Shelf an. 4 Buzzwords in einem Titel. Warum ist es so wichtig, dass das iPhone X vom Game Master angerufen wird? Ist es nicht egal, welches Handy er besitzt? Ist es nicht egal, ob man jemanden um 3 Uhr nachts anruft? Da wollen die Leute schlafen, lass sie doch mal in Ruhe, Rebecca. Solche Titel sind bei ihr Standard, genau wie dass jedes Video über 10 Minuten geht. Traurig, dass sie die Leidenschaft von damals aufgegeben hat, nur damit sie möglichst schnell möglichst viel Erfolg hat. Sie reagiert auf Kritik auch nur mit Blogs. Ich bin auf Instagram, auf Twitter und auf YouTube gebloggt. Ich hätte gerne mal mit ihr drüber gequatscht, meinetwegen auch um 3 Uhr nachts. Meinetwegen rufe ich dich sogar auf deinem iPhone an. Ich tue auch so, als wäre ich der Game Master oder gerade bei Elf on the Shelf zu Besuch. Ist mir völlig egal. Es wäre schön, wenn sich bei ihr mal was tun würde, aber seien wir mal ehrlich, das glaubt doch keiner mehr von uns. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls nicht, mache ich bald nur noch Reaction-Videos. Um 3 Uhr nachts.